was haben Sie sich gedacht, als Sie diesen Titel gelesen haben? Gott lob, nun geht das Jahr zu Ende. Ich denke, wenn wir diese Kantate vor 5 Jahren aufgeführt hätten, wäre die Situation eine andere gewesen. Ich nehme an, Sie würden sofort sagen, wie Sie diesen Titel empfunden haben, aber ich lasse doch dich, Niklaus, stellvertretend dich äußern, was ging in dir vor, als du wusstest, du wirst am Ende des Jahres über diese Kantate reden. Es hat mich sogleich bewegt, als ich das gehört habe, weil es ist ein Jahr, dieses Jahr seit dem 24. Februar, von dem man denkt, Gott sei Dank geht es zu Ende, und gleichzeitig denkt man, das Neue rückt schon heran. Und das heißt, was wird uns das neue Jahr bringen? Also für mich ist es, ich glaube, wir sind, das Wort Zeitenwende ist nicht zu hoch gegriffen. Und das mitzubedenken, ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir heute diese Art von klarer Zeittheologie bedenken. Wir könnten ja dann auch schauen, ob in der Musik diese Ambivalenz auch zu finden ist. Und wir haben uns gedacht, zuerst einmal einen ganz kurzen Durchgang durch die Kantate Ihnen zu offerieren. Niklaus, er sagt 2, 3 Sätze oder 2, 3 Worte zu jedem Satz. Ich gebe Ihnen die Inventio. Das bedeutet quasi die musikalische Idee. Sie wissen, Bach hat ja Inventionen geschrieben. Idee, la da da rim paritatim, und mit diesem Material arbeitet er ja dann die einzelnen Kantatensätze oder hier die Inventionen. So soll es sein, nachher gehen wir dann detailliert an verschiedene schöne Sachen in dieser Kantate. Satz Nummer 1. Es beginnt mit dieser wunderbaren Arie, Gott lobt, nun geht das Jahr zu Ende, das Neue rückt schon heran, bedenke, das Thema wird gesetzt. Was für eine Musik. Rimpampa. Pampampampa, vielleicht so. Pampampampa, vielleicht noch etwas anderes. Hier H, hier B, und dann kommt ein zweiter Satz. Der zweite Satz ist ein Choral von Johann Grammann. Nun lob mein Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen sein. Wir werden nachher sehen, fußt auf Psalm 103. Eine Motette, die Tenöre beginnen, mit Posaunen begleitet. Nun lob mein Seelenherrn. Die Bässe singen nun lob mein Seel. Die Altstimmen. Cantus firmus. Nun lob mein Seelenherrn. Mit einer Zinke begleitet. Eine Motette, auf die wir dann detailliert eingehen werden. Satz Nummer 3. Es folgt ein Rezitativ, das zugleich ein Bass Arioso ist. Ein Zitat wörtlich aus Jeremia 32, 41. So spricht der Herr, es soll mir eine Lust sein, dass ich Ihnen Gutes tun soll. Ein großartig ausgewähltes Bibelzitat, finde ich. Wie oft in diesen Fällen nur die Bassstimme und eine gleichberechtigte Basso Continuo Stimme. Die Botenformel, so spricht der Herr, es soll mir eine Lust sein, es soll mir eine Lust sein. Was spielt die Basso Continuo Stimme? Bam, 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 bam. Es soll mir eine Imitatio. Und dann ein glanzvolles Rezitativ mit den Streichern. Und Sie wissen, sobald die Streicher zu einem Rezitativ dazukommen, heißt das ein ganz bedeutungsvolles
volles Stück Musik wird jetzt folgen. Und das ist das vierte, das Rezitativ Tenor. Da wird das aufgenommen, was im dritten, wo Gott selbst spricht, sozusagen entfaltet ist. Und nun die Antwort: Gott ist Quell, Gott ist Licht, Gott ist Schatz, Gott ist Herr. Eine Fülle von Metaphern, in denen Gott gedacht wird. Einige Anklänge. Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fließt. Gott ist ein Licht, wo lauter Gnade scheinet. Gott ist ein Schatz. Und wie Sie sich ja vorstellen können, nach diesen 17 Jahren Bach und Wort, jedes Wort wird sorgfältigst ausgedeutet. Ein herrliches Tenorrezitativ mit den Streichern begleitet. Und dann eine Arie, ein Duett für Alt, Tenor und Basso Continuo. Ein Duett, in dem der dankbare Blick zurück auf das Vergangene verbunden wird mit einem Gebet oder einer Bitte nach vorne, mit den schönen Worten Wohltun und Wohlsein, das soll sich begegnen. Lam pam pim pam ti ra ra ram pam pam pa. Das wäre doch was zum Mitschunkeln. Darf ich Sie bitten zum Singen? Lam pam 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 pa ra ra ram tam tam ta. Gleich nochmals. Lam tam tim tam ta ra ra lam tam tam ta. Ja ta 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 ja ta 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 ja ta 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 ja ta ta ta. Ein richtig virtuoses Cello. Und ich habe meinen beiden Tastenmenschen Thomas und Nicola gesagt, mach doch ein kleines Doppelkonzert für Cembalo und für Orgel. Das wird heute zur Uraufführung gebracht und die beiden Sänger werden dazu brillieren mit schönen kleinen Klängen, natürlich viel Koloratur. Eine sehr freudige Sache und ab und zu tönt es fast ein bisschen appenzellisch. Dann zum Schluss den Choral. All solch dein Güt wir preisen. Und als ich das las, habe ich gesagt, was heißt das eigentlich? All solch dein Güt wir preisen, Vater, ins Himmelsthron. Sehr schön, jetzt dieser Ebers von Paul Ebers, der Choral. Helft mir Gottes Güt preisen, alle sollen solch dein Güt wir preisen. So verstehe ich es. So verstehst du es. Sie kennen vielleicht den Choral. Wir kennen es als von Gott will ich nicht lassen. Eine Variante von diesem Choral. Die sechs Teile also dieser Kantate, kurz und bündig und erstaunlich immer wie Bach durch diesen Flug geht. Und ich habe immer den Eindruck, je länger ich an Bach arbeite, umso mehr beeindrucken mich diese dramatischen Abläufe, die ja dann zu diesem Punkt führen, dass die Leute vorbereitet sind für die Amtspredigt. Wollen wir miteinander jetzt durch die Kantate ein zweites Mal mit etwas mehr Details. Würdest du mit dem Text beginnen? Ja, ich denke mir, auch Bach selber hat sich wahrscheinlich gedacht, nach diesem unglaublich arbeitsamen Jahr 1725, Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, das Neue rücket schon heran. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Sonntag. Es ist nämlich so, dass dieser erste Sonntag nach Weihnachten, den gibt es ja nicht jedes Jahr, dann muss er also noch etwas Zusätzliches machen. Und deshalb greift er nun zurück auf ein älteres Libretto von Erdmann Neumeister. Und wir werden nachher zu Neumeister noch uns ein bisschen verständigen. Sehr schön hier nun, wie dieses Libretto aufgenommen wird und in Noten gesetzt wird. Jetzt können Sie gern doch Ihr Luzogramm anschauen bei Alfons. Ist das wohl diese Figur? Es ist zu Ende. Rimpampam. Viele Stücke haben diesen Schluss, dass sie das wäre ohne. Es
Das kann sein, ich kann es nicht deuten, wenn ich mit Herrn Bach eine Zoom-Konferenz haben werde, würde ich ihn fragen. Aber meistens ist er besetzt, weil alle anderen wollen auch sehr viel von ihm wissen. Dann die drei Oboen, zwei Oboen und eine Deich, also eine große Oboe. Es klingt eigentlich wie eine Art von Tanz. Ram, pam, pam, mit dieser Figur. Lam, pam, pam, jetzt das ganze Orchester. Jetzt die drei Oboen. Das Orchester. Und jetzt. Tim, tam, tam. Das ich Ihnen vorher vorgespielt habe. Und ich mir überlege, warum schreibt er das? Es wäre nicht nötig. Vielleicht heißt es, das ist eine schwierige Sache, es war nicht so leicht das Jahr 22, wie wird es wohl sein im 23? Also an verschiedenste Kadenzpunkte und dann kommt die Sopranistin hinein mit kleinster Besetzung. Gottlob, Gottlob, keine andere Worte, nachher Gottlob, Gottlob, nachher Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. Das Neue rücket schon so nah. Und immer wieder diese Gedanken, immer wieder diese Gedanken. Und dann kommt ein schöner Moment, wo sie singt: Gedenke, Gedenke. Diese langen, ausgehaltenen Töne, wo das Wort Gedenke mehr Gewicht bekommt. Eine Taktik, die wir immer wieder sehen. Man kann bei einer Arie mit wenig Text immer wieder neue Betonungen dazugeben. Dann, wenn Sie schauen bei Bertha, das ist eine schöne Umfunktionierung bei Takt 59. Sie hören die Sopranistin. Stimm hi mein lohes Danklied an, stimmt an. Und wenn Sie die Musik hören. La 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 da 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 li lim da da dim dam ti. Diese berühmte Figur, subdominante Tonika, die wir so lieben bei Händels Messias. Hier in kleinen Andeutungen. Und es ist herrlich zu hören, wie Bach in der Kürze mit dem gleichen Motiv einen Wechsel vollzieht. Eine prachtvolle Arie für die Sopranistin und für eigentlich zwei Orchester, die sich immer wieder in neuer Art und Weise gruppieren, um diese fantastische Musik. Ich habe meinen Musikern gesagt, mir kommt es vor, leichtfüßig, wie ein Kind, das sich auf Weihnachten freut und sich etwas ganz Spezielles gewünscht hat zu Weihnachten und denkt, oh, hoffentlich kommt es und weiß aber nicht, werde ich es wohl bekommen. Und dann der prachtvolle Satz Nummer 2. Was ist das eigentlich für ein Choral, vom Text aus gesehen? Nun lob mein Seel den Herrn. Es ist ein alter Choral von Johann Grammann aus dem Jahr 1530. Und wenn Sie genau hinhören, merken Sie, es ist der große, der größte Lobpsalm, Psalm 103. Und wenn man es liest, könnte man sagen, es ist wie ein dogmatisches Konzentrat, was aus diesem Psalm gemacht wird. Sündenvergebung, Heilung, Trost, Recht, Behütung, Gott als König, steckt unglaublich viel drin. Ich habe gedacht, es könnte Sie besonders interessieren, was ist eigentlich eine Motette? Weil dieses Wort brauchen wir sehr ja oft. Und wir haben jetzt beim Luzogramm bei C einen ganzen Abschnitt, nämlich des ersten Verses, nämlich Nun lob mein Seel den Herrn. Es ist sehr hoch, singen wir es einmal, eine Terz nach unten. Bei T wie Theodor, das ist der Tenor. Nun lob mein Seel den Herrn. Das war noch ein bisschen schwächlich auf der Brust. Haben Sie noch mehr zu bieten? Nun lob mein Seel den Herrn. Sehr schön.
Und wenn Sie bei Takt 6 sehen, haben Sie den Sopran, der macht dasselbe. Nun lob mein Seelen Herrn. Was machen die anderen Stimmen? Ich nehme den Bass. Nun lob mein Seelen Herrn. Wollen Sie das mal versuchen? Nun lob mein Seelen Herrn, den Herrn. Alle hohen Stimmen singen den Tenor und alle tiefen Stimmen singen den Bass. Nun lob mein Seelen Herrn, nun lob mein Seelen Herrn, den Herrn. Nun lob mein Seelen Herrn. Und dann beginnen die Stimmen zu kontrapunktieren. Was macht eigentlich der Bass? Ja, da, da, di. Ja, das kennen wir. Ja, da, 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 ta, ram, da, 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 da. So eine Bassfigur. Aber wenn Sie es anschauen, nun lob mein Seel denn, na, 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 geht nach unten eine Tonleiter und hier ist die Tonleiter von unten nach oben. La, da, 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 die sogenannte Umkehrung in kleinen Noten. Sie sehen, der Kontrapunktiker beginnt sofort sein Schachspiel auszulegen. Nun lob, nahm die Altstimmen, nun lob mein Seel den Herrn. Und auf diesen Akkord kommt die Sopranstimme. Das ist die Güte eines guten Choralvorspieles. Wenn ein neuer Einsatz kommt, kommt er auf eine dissonante Harmonie. Das zeigt den edlen Kontrapunktiker. Der Schachspieler macht das auch so. Er eröffnet so, er macht das. Plötzlich ist ein Läufer dort und ein Turm da. Und dann heißt es, Sie haben ein Problem. Ja, ja. Jedenfalls, das ist Motette. Und das geht jetzt durch 12 Teile. Der zweite Teil, wie heißt der Text des zweiten Verses? Was in mir ist, den Namen sein. Und damit wird der Name Gottes, der ja nicht nur einfach Schall und Rauch ist, sondern es ist die Essenz Gottes in der jüdischen Mystik ganz bedeutend und auch bei uns. Was in mir ist, den Namen sein, soll gelobt werden. Ja. Bach benutzt nebst der Hauptmelodie folgendes Motiv. Was in mir ist, dem Namen sei, was in mir ist. Eine leichte, kleine Figur mit Viertelnoten. Und wenn Sie sie genau anschauen, ich habe es nicht mehr auf dem Blatt, aber Sie hören die, ja, da, da. Zuerst eine hohe Note, die geht eine Quarte runter. Und eine Terz hinauf und dann eine Sekund nach unten. Es ist wie ein Hineingehen. La, ba, bi, ba. Na, 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 singen wir das mal. Na, 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 na. Gleich nochmals. Na, 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 na. Ich durfte bei Anton Heiler Orgel studieren. Ich habe viel gelernt bei ihm. Er war ein interessanter Musiker und er war auch ein interessanter Mensch. Und ich glaube auch theologisch sehr interessiert. Dann hat er mir erklärt, schau mal bei diesem Lied, Vater unser im Himmelreich. Das war übrigens das Lied von der Novemberkantate, genau. Mit den vielen Bußübungen. Diese Kantate würde wahrscheinlich Lessing und Nathan dem Weisen besser gefallen, habe ich den Eindruck. Dann hat er mir erzählt, hörst du mal, Tim Tariri, Din Tarira. Dann hat er gesagt, schau mal die Figur des Tenores an. Hören Sie, la da da da, genau die gleiche Figur. Und jetzt kommt la di da da. Was ist das? Siehst du, das ist die Umkehrung. Hier geht's nach unten, nach oben und dann in die Mitte. Und hier kommt's von unten nach oben und kommt dann in die Mitte. Also die Umkehrung sofort. Dann hat er gesagt, weißt du, Rudi, das ist wie beim Gebet. Das ist auch keine Einbahn. Das ist immer von oben und von unten. Ja, das hat mir sehr Eindruck gemacht. Solche Leute prägen. Und dann geht man als Musiker an die Musik von Johann und sieht, ja, so ist es.
Dann kommt ja im Choral die Wiederholung, also die gleiche Musik, aber mit neuen Worten. Sein Wohltat tut er mehren. Sehr schön, ich verstehe das so, Schöpfung als Wohltat, also nicht Negativierung der Natur, sondern eigentlich ist Schöpfung Wohltat. Tut er mehren heißt, es geht weiter. Ja, das ist wie bei der Landsgemeinde, wenn man mehren tut, gell? Ja. Was macht Bach hier? Die gleiche Musik passt wunderbar. Sein Wohltat tut er mehren. Klar kann ich die Bässe und Altistinnen und Altist auffordern, sein Wohltat tut, noch etwas weicher zu gestalten. Und dann kommt wieder unsere Figur. Vergiss es nicht, o Herze mein, vergiss es nicht, vergiss es nicht. Und dann das Sopran, vergiss es nicht. Und immer wieder Ta-ri-di-da, Pa-ri-da-da, diese fantastische Kombination von Cantus Firmus und von Motiv. Das macht er aber immer, ständig, das hat er schon immer gemacht, das haben seine Vorväter auch gemacht. Das war diese Imitationstechnik der großen Meister der Barockzeit und wahrscheinlich auch der Renaissance. Was würdest du aber zum Text sagen, vergiss es nicht, o Herze mein? Ich würde dazu sagen, dass im Kern von Religion eine Kultur steht des Nichtvergessens. Das Wichtige soll tradiert werden. Im Hebräischen Zachor, gedenke, vergiss es nicht. Alle Liturgie, alle gute Religion will eigentlich etwas Wichtiges traditionsfähig machen. Und deshalb sehr schön, vergiss es nicht, o Herze mein. Wie ganz am Anfang spricht er seine eigene Seele an, sozusagen der bessere Teil seiner selbst, und nun das Herz wird angesprochen. Innere Dialoge eines Beters mit sich und mit Gott. Und nun kommt der nächste, der fünfte Vers. Hat dir dein Sünd vergeben? Wichtig eben, dass zur Religion nicht nur rosarotes Licht gehört, sondern auch so etwas wie der Realismus, wie viel schief läuft bei uns. Das ist in dem etwas belasteten Begriff Sünde gefasst. Trotzdem wichtig, dass man das nicht vergisst. Hat dir dein Sünd vergeben? Ich glaube, viele von Ihnen kennen ja den Choral. Die sagen, ja, natürlich, das ist der Abgesang dieses Chorales. Man erkennt. Jetzt spiele ich Ihnen die Musik und ich muss Ihnen, da Sie ja mich und Bach jetzt doch ein bisschen besser kennen, Sie werden selber hören, was läuft. Die Chromatik. Hat dir dein Sünd vergeben? Die Färbung, ich glaube, ein völlig klarer Fall. Ganz dezent von Bach gemacht und natürlich kontrapunktisch aufs Schönste gemacht. Und heilt dein Schwachheit groß. Sehr schön, Vergebung oben. Nicht nur Sünde, sondern auch sie ist vergeben. Und heilt dein Schwachheit. Das heißt, die Heiligung, die Heilung, zentrales Motiv. Es bleibt nicht dabei beim Schlimmen. Und heilt dein Schwachheit groß. Und die Vorform ist und heilt dein Schwachheit groß. Ich bin immer tief beeindruckt über diesen Moment. Es macht nicht da-di-da-da-da-da, sondern und heilt dein Schwachheit groß. Dazu die Altstimme und heilt dein Schwachheit. Und dann diesem übermäßigen Akkord die Schwachheit dargestellt. Auch hier wieder mit zwei, drei Tönen. Und heilt ein Schwachheit groß. Jetzt der Sopran, hell und klar. Und heilt ein Schwachheit groß. Und heilt ein Schwachheit groß. Eine weiche Kadenz, keine starke Kadenz, sondern das Gefühl, in dieser Situation braucht es viel Behutsamkeit. Er rettet dein armes Leben. Soteriologie, Rettung im Zentrum auch
der jüdischen unterchristlichen Religion, rett dein armes Leben. Also auch diese Wendung zu einem Guten wird hier nochmal in Sprache gebracht. Mit dem Motiv des Chorales, errett dein armes Leben, errett dein armes Leben, errett dein Eis, dein armes Leben, errett dein armes Leben. Immer wieder kommt die Idee, dann wird sie imitiert von einer anderen Stimme, dann kommt der Cantus Firmus dazu, das wird zu einem Höhepunkt gebracht und dann sinkt es wieder nieder in die Kadenz. Nimmt dich in deinen Schoß, nimmt dich in seinen Schoß. Ein für mich sehr mütterliches. Ja, sehr schön. Gottes Gebärmutter sozusagen. Rechem, Gebärmutter, ist auch der Sitz des Mitgefühls. Und sehr schön, und dass das aufgenommen wird. Wir erinnern uns, im Johannesevangelium heißt es, der Einziggeborene, der jetzt im Schoß des Vaters ruht. Wir haben bei der vorletzten Kantate haben wir die Mutterhände und die Vateraugen Gottes, haben wir gehört, sehr schön, wenn man das bedenkt, dass das zusammengeht. Nicht nur männliche Metaphorik. Nimmt dich in sein, nimmt dich in sein, nimmt dich in seinen Schoß. Auch hier wenig Bewegung, die Harmonik leise, etwas melancholisch, immer wieder mit den Möglichkeiten des Kontrapunktes und dann strahlend der Cantus Firmus in. Haben Sie diese Linie gehört, diese im Basslinie? Er nimmt dich in deinen Schoß. Mit reichem Trost beschüttet. Man ist ein bisschen verwundert, dass man mit Trost beschüttet wird. Aber wenn nachher das behütet kommt, ist man beruhigt. Der Kern ist aber das Tröstliche. Wichtig, das zu sehen, ob man nun beträufelt oder beschüttet wird. Es ist der Trost, der hier kommen soll. Auch hier weiche Imitationen. Mit reichem Trost beschüttet. Und jetzt kommt die Bassstimme. Wahnsinnig. Natürlich, Bach kann diese Linie gar nicht nach unten führen, er hätte keine Töne mehr. Das heißt, er muss immer wieder hinaufspringen. Also ja, da, 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 da. Das ist diese Technik. Aber hier auch wieder das Beschütten dargestellt in einer schönen Art und Weise, verjüngt dem Adler gleich. Sehr schönes Bild aus dem Psalm natürlich. Der Adler, der sich aufschwingt. Das Motiv der Verjüngung, des neuen Fliegens. Von hier, von oben nach unten. Verjüngt, verjüngt, verjüngt dem Adler gleich. Verjüngt dem Adler gleich. Jetzt kommt der Sopran. Verjüngt dem Adler gleich. Hey, wo ist der Adler? Jetzt kommt er. Verjüngtem, jüngstem Adler, dem Adler gleich. Es ist, als ob dieses Bild von Paul Gerhardt hier wieder zum Klingen bringt. Der Adler hält die Jungen. Und wir wissen ja, der Adler stürzt doch nach unten, holt dann die Jungen wieder nach oben. Ein herrliches Bild von Bach aufs Schönste dargestellten. Noch zwei Bilder warten auf uns in diesem reichhaltigen, motettischen Satz, den ich zu den berührendsten und schönsten und gewaltigsten zu Bachs Zeiten. Sehr schön, der König schafft Recht behütet, ganz im Zentrum des religiösen Glaubens ist eben nicht nur gerechtfertigt werden, sondern dass Recht geschaffen wird und dass wir Recht ernst nehmen sollen im Umgang miteinander. Mich erinnert es ein bisschen ans Magnificat. Er wird schauen, dass die Besitz- und Machtverhältnisse sich
verändern. Er baut auf der Kühnschaft recht, behüte. Mit dieser Quarte Tim, Pim, Pam, Pi, da, di, da, da, von unten nach oben. Und dann die leiden in seinem Reich. Die letzte Zeile der ersten Strophe. Sei wieder eine Trostfigur. Gott behütet diejenigen, die bereit sind einzustehen, die leiden in seinem Reich. Das sind die Menschen, die einstehen. Wir denken wahrscheinlich auch an die Seligpreisungen. Die Musik, die Leiden, die Leiden. Und jetzt ein Orgelpunkt dazu. La, 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 la. Fast ein bisschen Brahms-Requiem und die Soprane, immer noch der Orgelpunkt. Tararirali. Man versteht, dass Brahms den Bach einfach so liebte. Genau solche Sachen hat er drin. Man muss es nicht neu erfinden. Wir haben lange über diesen Satz gesprochen. Lauschen Sie heute Abend, Sie können es dann zweimal hören, wie Bach auf eine feinsinnige Art und Weise jeder Zeile den Ausdruck gibt. Wir sind im Orchester und im Chor, sind wir tief beeindruckt über das. Sicher ein zentrales Stück. Nun aber kommen wir zu Nummer 3 nochmals zurück, einem in ganz bescheidener Art und Weise dargestellten, mit einem Bass-Solisten, der sozusagen Gott verkörpert. Da habe ich eine Frage an dich. Es heißt ja, ich will sie in diesem Lande pflanzen und ich habe Lust daran, ihnen Gutes zu tun. Also Gott hat das im Sinn. Und dann sagt er von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das klingt schon sehr menschlich. Gottes Seele, Gottes Herzen. Wie würdest du das auslegen? Ja, das ist das Schöne, glaube ich, an einer biblischen Religiosität, dass sie sich nicht scheut, anthropomorph von Gott zu denken, weil Gott ein Gegenüber ist. Sie reflektiert auch mit dem Verbot, sich ein Bild von Gott zu machen, dass das auch heikel sein kann. Aber sehr schön hier. Es soll mir eine Lust sein, so schön von Gott gesprochen. Jeremia 32 ist nach Jeremia 31 der Tiefpunkt, das Exil und jetzt die Botschaft Jeremias 31, es wird einen neuen Bund geben und dann 32 und der Herr wird neu pflanzen. Das heißt, ihr werdet zurückgehen können im Land, es wird wieder zu blühen beginnen. Wir haben es vorhin ein bisschen angesprochen, die Botenformel im Rezitativ. So spricht der Herr. Es soll mir eine Lust sein. Es soll mir eine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tue. Es soll mir eine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tun soll. Immer wieder diese Figur. Im Continuo. Die Persistenz dieser Idee. Und das Pflanzen ist dargestellt mit langen Noten und das ganze Herzen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Herzen und ganzer Seele. In den Noten steht nur das hier. Und unsere Continuo-Leute, hier ist es Nicola mit Thomas zusammen, haben wieder was Schönes komponiert. Eine obligate Stimme dazu, die wie eine weitere Stimme diesen Text zur Darstellung bringt. Und nun die Metaphern.
Ja, jetzt kommt das Rezitativ. Sehr schön mit diesen Metaphern. Und wir müssen den Dichter Erdmann Neumeister nun doch auch ein bisschen ehren, weil er derjenige war, das kann man wirklich sagen, der diese moderne Kantate eigentlich geschaffen hat. Kantor Krieger hat im Hof Weißenfels, im sächsischen Hof, hat er Neumeister-Texte vertont. Und das Interessante ist, dass Neumeister den Mut hatte, bei den italienischen Opern sich ein bisschen umzuschauen und hat die Form dynamisiert von der Textfülle her, die Form dynamisiert, indem er Arien hineingenommen hat, diese Rezitative hineingenommen hat. Die Fülle, die wir nachher haben, wenn wir den vollen Bestand haben bei Bach-Kantaten, ist eigentlich von Neumeister geschaffen. Bach selber hat nur 5 von 500 Neumeister-Texten hat er in Noten gesetzt. Aber es ist eine wichtige Gestalt. Er war ein Gelehrter, er war ein Hofmann, er war ein Prediger. Er hat, glaube ich, ganz Großes geleistet. Unbedingt. Und das, was wir ja kennen, Rezitative, Arien, das war zur frühen Zeit ja nicht der Fall. Wenn wir an Schütz zurückdenken, sehr oft waren es dann dort vielleicht mal Choralbearbeitungen, nur Bibelworte und Motetten. Und das wurde so dann ergänzt, in dieser Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel beim Rezitativ eine ganz andere textliche Qualität dazu kommt. Wie du es gesagt hattest, Bilder, vielleicht würdest du diese Bilder auch uns ein bisschen erklären? Ja, dieses Rezitativ gefällt mir sehr gut. Gott, also es ist die Antwort auf dieses wunderbare Zitat in Jeremia. Und jetzt kommt, Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fließt. Also zuerst mal Gott als Quelle. Ein Licht, wo lauter Gnade scheinet. Gott ist ein Schatz, der lauter Segen heißt. Gott ist ein Herr. Und mit Herr muss man bedenken, Kyrios, das ist der König, das ist die antike Formel für denjenigen, der sozusagen die Zügel in den Händen hat. Jetzt aber der Herr, der's treu und herzlich meinet. Wer ihn im Glauben liebt, in Liebe kindlich ehrt, sein Wort von Herzen hört und sich von bösen Wegen kehrt, also die Ethik kommt hier, dem gibt er sich mit allen Gaben. Und dann, wer Gott hat, der muss alles haben. Ich verstehe es so, der braucht nicht viel anderes. So verstehe ich diesen Satz. Gott ist ein Quell. Da sehen Sie schön, wie die Deklamatorik funktioniert. Man sagt, Gott ist ein Quell. Eine hohe Note für Gott. Und dann die höchste Note, das, was ihn auszeichnet. Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fließt. Die Sanftheit der Güte. Gott ist ein Licht, eine neue Tonart, wo lauter Gnade scheinet. Anscheinend ist für Bach die Gnade das Wichtigste, nämlich der höchste Ton. Gott ist ein Schatz. Die Verborgenheit, hier eine ganz spezielle Benutzung des verminderten Septakkordes, finde ich. Nämlich, was tut er? Der lauter Segen heißt. Der allerhöchste Ton war bei lauter Segen. Gott ist ein Herr, der treu und herzlich meinet. Der Weg in die Subdominante mit dem gebrochenen Leitton. Also nicht dem starken Leitton, sondern dem tiefen Leitton, der nach unten gleitet. Der ihn im Glauben liebt, in Liebe kindlich ehrt. Jetzt können Sie Luzogramm nehmen und bei Dora schauen. Da sind Sie nämlich, hören Sie gleich die Weiterführung. Sein Wort von Herzen hört. Und sich von bösen Wegen kehrt. Hier wird der verminderte Septakkord so benutzt, wie wir ihn kennen, nämlich fürs Wort bösen Herzen kehrt. Denn gibt er sich mit allen Gaben. Und jetzt diese Quintessenz. Wer Gott hat,
dir muss alles haben. Das wollen Sie vielleicht singen? Vielleicht doch lieber nicht, gell? Das ist wirklich höchste Tenorlage. Das alles, di la la la. Und natürlich, wir Appenzeller haben schon Freude, aus dem Anfang steht, Gott ist ein Quell. Also wir denken natürlich selbstverständlich ans Frisch, wir denken ans Quellfrisch, aber wir denken auch ans Appenzeller Landsgemeindelied, das alles Leben strömt aus dir, von den tausend Bächen und der Quelle. Ja. Eine herrliche Hommage an Herrn Tobler oder an Herrn Bach. Ja, es ist schwierig zu sagen, welches ist das schönste Stück. Es gibt verschiedene Leute, die sagen, ach, der Choral, das ist das Zauberstück, alles andere ist so ein bisschen mittelmäßig. Bei dem Studium dieser Kantate ist es wie immer, er gibt sich für jedes Stück riesige Mühe. Auch für dieses sehr schöne Duett, das wir Ihnen jetzt nochmals zeigen wollen. Nummer 5, Alt und Tenor mit dem Continuo. Das ist wie eine Zusammenfassung, bevor dann wir eingeladen werden, mit dem Choral alle einzustimmen. Dieses Duett ist eine Zusammenfassung, nochmal der dankbare Blick zurück. Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet, das Wohltun und Wohlsein einander begegnet. Wir loben ihn herzlich und bitten daneben, er woll auch ein glückliches neues Jahr geben. Also jetzt sind wir zwischen den Zeiten, wir sind zwischen Weihnachten und Neujahr, jetzt der Blick nach vorne. Wir hoffen's von seiner beharrlichen Güte und preisen's im Voraus mit dankbarem Gemüte. Die Musik ist heiter. Lam pam 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 pira la 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 la. Das haben sie ja vorhin gesungen und dann die Cello. Lam ritititita ritititita ta 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 ra 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 ra. Gott hat uns im heurigen Jahre gesegnet. Und erstaunlicherweise ist es eine Fuge, das würde man nie hören. Sie hören natürlich das Anfangsmotiv, also Ritornell, und jetzt der Alt. Und jetzt das Cello mit dem Bass. Auch hier wieder Kontrapunkt versteckt. Und dann habe ich eben meinen beiden Cracks an den Tasten gesagt, komm, mach doch ein Doppelkonzert für Orgel und für Cembalo. Und die haben das wunderbar komponiert. Das wird heute uraufgeführt. Darf man das überhaupt? Natürlich, das ist Continuo. Da haben die Leute keine Noten, nur die Bassstimme. Die linke Hand steht geschrieben, vielleicht ein paar Zahlen, damit man weiß, welche Harmonie. Und dann kann ich das ausführen. Und ich bin sicher, das hat man damals auch gemacht. Der junge Schüler Kittel, er war 18 etwa, war bei Bach, sein letzter Schüler, der sagte, einmal durfte ich mich hinsetzen und Generalbass spielen für eine Kantate. Und plötzlich kamen von hinten die Hände Bachs so unten auf die Tasten und ich erschrak über die Präsenz des Meisters, aber noch viel mehr über die ungeheuren Melodien und Kontrapunkte, die aus seinen Fingern geflossen sind. Ich habe diese Geschichte schon öfters erzählt und ich nehme an, ich erzähle sie immer wieder. Da weiß ich, so kann ich es mir vorstellen, auch Bach hat es benutzt im Continuo auch in irgendeiner Art und Weise den musikalisch-theologischen Faden weiterzuspinnen. Viel Spaß heute dann bei dieser Arie mit den Zusätzen von Nicola und von Thomas. Und dann, wie gesagt, der Choral zum Schluss. Ja, mit sicherer Hand greift dieser Erdmann Neumeister, den ich nochmal loben will, weil er diese Innovation gebracht hat, mit sicherer Hand greift er auf die 6. Strophe dieses alten Liedes von Paul Ebers, Helft mir Gottes Güte preisen aus dem Jahr 1580 und sehr schön dort eben, wie das friedsam Jahr erwünscht wird. Großartig finde ich,
weil es uns vor Augen führt, Religion gibt uns nicht nur Sprache fürs Klagen, für die Schwierigkeiten, sondern auch Sprache für den Jubel, für die Dankbarkeit. Und hier vielleicht dann die Antwort auf meine Frage, wie sieht Bach es mit diesem Jahr, das zu Ende geht, das Neue? Die Ambivalenz ist auch hier in der Vertonung, auch in der Choralmelodie, die ja Moll ist. La da 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 di 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 di, la da 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 la la. Wenn es weitergeht, la 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 la, Frageschluss. Jetzt die Basslinie. La di 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 da 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 da. Und wieder G und Gis. Also das Nebeneinander dieser beiden Noten und am Schluss und nähr uns milliglich. Hier höre ich immer wieder, nun kommt der Heidenheiland aus den Leipzigern. Eigentlich in vielen Stücken haben wir diese Ambivalenz im Bachschen, musikalischen. Und ich denke, er wusste schon, von was er sprach. Ihnen einen guten Abend. Und ich glaube, wir dürfen auch ein gutes neues Jahr wünschen. Eine schöne Weihnachtszeit. Schön, dass Sie da sind. Applaus